Ich hoffe, so wie ihm ist es euch nicht in der letzten Folge ergangen, als ich hier auf der Suche nach dem letzten Känguru-Dieb war. Und damit willkommen zurück zu Spyro 2, Riptoes Reach. Ja, hast du sehr schön veranschaulicht gerade, Spyro. Ich bin stolz auf dich. Wir haben beim letzten Mal dann doch ganz zum Ende der Folge dieses dämliche, vermaledeite vierte Känguru gefunden. Und jetzt hänge ich gerade mit meinem Kabel fest. Moment. So. Und ja, konnten dieses Level dann doch erfolgreich abschließen. Wir haben jetzt alle Kugeln hier und wir können jetzt aus dieser Welt endlich hinaus. Deswegen, wir beginnen das Level mit einem Weltenaustritt. Süß. Boah, die letzte Folge hat mich echt ein bisschen geschafft, muss ich gestehen. diese Suche nach dem Viech. Das hier auch ist, gefällt mir sehr gut. Mal hierher. Wolkentempel. Machen wir das mal. Zumindest können wir ja mal anfangen. Wolkentempel, alles mit Wolken klingt immer sehr schön. Cloud, nee, wie heißt der nochmal? Wolkenstadt in Spyro 4, Enter the Dragonfly, oder wie heißt das Level da? Mit den Bären in diesen Schlafanzügen? Das finde ich auch super. Mal spannend, wie Wolkentempel ist. Genau, das Level ist das mit dem Spion. Das wird auch cool. Ich find's... What? Wie geil ist das denn? Ich find ihn, er sieht auch so cool aus. Die sahen im Original... Also, gerade er sah richtig creepy aus, fand ich. Er hatte so eine Visage, wo du dir dachtest... nee. Weil der hier ist ja... All das hier, das ist... Boah, ist das geil! Inception in the house. In Spyro. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern, bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Oh no. Übrigens, diese Flöte, die ihr gerade im Hintergrund gehört habt oder vielleicht auch noch hört im Laufe dieses Levels, da ist sie wieder, die gibt es auch in ein paar anderen Spielen zu hören. Unter anderem zum Beispiel in Muppet Monster Adventure. In Spyro 3 haben wir auch noch ein anderes Soundfile, was auch in dem Soundtrack von Muppet Monster Adventure vorkommt. Das werde ich dann hoffentlich zu gegebenen Zeit erwähnen. Geil. Dankeschön. Oh, das ist auch so süß. Auch süß, die Viecher. Gut, die nicht so. Der hatte gerade so ein bisschen was im ersten Moment von diesen beiden kleinen süßen Lakaien von Hades in Disney's Hercules. Ich weiß nicht mehr. Also jetzt in der näheren Betrachtungsweise jetzt nicht mehr unbedingt, aber. War so meine erste Assoziation gerade. Dich nehmen wir mit. Dich machen wir kaputt. So. Was war das denn hier nochmal?
Hier gab es doch diese Möglichkeit, die Viecher zu vereisen oder so, kann das sein? Moment. Kann man? Nee. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Könnerpunkt oder so. Ist das schön hier. Mit dem Teppich und alles, mit den Fliesen hier und den Details und so asiatisch. Ich mag sowieso, wenn sowas asiatisch angehaucht ist, so asiatische Level. Asiatische Architektur finde ich generell sehr cool. Ich mag die Kultur dort sehr gerne. Ich würde irgendwann auch sehr gerne mal nach Japan zum Beispiel, nach China. Alles so Orte, wo ich super gerne hin würde. Dann fürs Wegschieben. So. Ich gucke jetzt gleich die Aufgabe. Da steht er! Er sieht aber rein farblich relativ ähnlich aus. Er spricht jetzt wohl anders, also so richtig stumpf habe ich mir schon sagen lassen. Tschüss. Die schweben sogar richtig. Cool. Doppelte Attacke. Also wirklich. Warum wehren die sich nicht auch eigentlich selber gegen diese Attacken? Ich meine, das müssten sie doch eigentlich auch können. Unsere Glockentürme wurden von Trollen überrannt. Du kannst helfen, aber nicht ohne dieses Power-Up zu aktivieren. Jo, okay. Ah, ist das schön. Es ist so eine Wonne, dass sie gerade so speeden. Ja, es war sehr sinnvoll. Sich eins ins Fäustchen lacht. Huch. Was habt ihr denn hier? Grinst schon so geil. Ach, wie cool ist das denn? Na, komm. Ich bin Geheimagent. Ich gehe zu meinem Geheimversteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen da rein. Ich gehe erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Das ist so gut. Ach, wie geil er hier spricht. Ey, das ist so richtig schön in Character. Das ist geil. Gefällt mir. Ein bisschen ranzig. Den Eindruck. Wehe, ich erwische dich nochmal, wie du mir folgst. Mein Versteck ist nur für Mitglieder. Ja, ja. Ich finde die Aufgabe eigentlich echt cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Halt mal was komplett anderes. Nichts mit eskortierst du mich?
ganzen Edelsteine hier auf dem Weg, die sammeln wir später ein. Eins nach dem anderen. Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen? Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Nimm diesen Geheimdecoder, dann können wir uns geheime Nachrichten schicken. Yay. Cool. Sehr cool. Irgendwie finde ich den. Irgendwie mag ich den, ich weiß nicht. Weil er so stumpf ist. Und ich stelle mir gerade vor, wir wären das Härchen und er wäre quasi unser Maskottchen. So könnten wir ihn halt mitnehmen. Der wird für uns kämpfen. Und so weit alles. Ja, ich habe manchmal kranke Fantasien. Und sowas alles mit diesem leichten Schneefall und oh. Mal alles von hinten wieder ab. So. Als nächstes wieder rum. Mal schauen, wie wir das hier aufkriegen. Noch was? Oh, doch. Ja, ganz schön versteckt hier. Finde ich cool, ist nicht so offensichtlich. Okay, habe ich auch eingesammelt. Dann, plupp. Gehen wir doch mal hier wieder rein. Genau, da oben. Können wir das freischalten? Spyro, ja. Du hast unsere Stadt aus den Klauen dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Juhu. Danke dir. Ist klar. So, das müsste ich doch jetzt eigentlich aktiviert haben, oder? Oben schon, ja, da ist es. Sehr cool. Oh nee. Unsere mystischen Glockentürme wurden von Trollen überrannt und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Dieser Superfrost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Mag die Stimme. Ah, alles gut. Doch Glück gehabt. Oh, das sieht, Sparrow sieht auch wieder so cool aus. Verdammt. Huch. Oh, das war schon gut. Nein. Ach, Mist.
Nein! Eine coole Aufgabe, finde ich. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, im dritten Teil gab es auch so was Ähnliches irgendwie, wo man Gegner durch einen Frostaltar war das, glaube ich. Konnte man die dann irgendwie verzaubern auch. Einfrieren. So, wo haben wir denn die anderen Glockens? Frage ich mich gerade. Da hinten drin? Nee. Da vorne, ne? Oder? Kann das sein? So weit vorne? Nee. Hier auch nicht. Eine echt coole Aufgabe mit dem Eis. Richtig gechillt. Oh ja. I see what you did there. Wenn ich jetzt auch noch sehen würde, wo die anderen Stellen sind. Versteck. Sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter dir. Ah, ist klar. Jo, das hier war das. Richtig. Das hier war das. Mal eben hier die Edelsteine erstmal einsammeln. Ach, so weit feuert das? Krass. So. Hoho. Erstmal das Viech hier haben, genau. Komm mal her. So.
Bleib hier. Okay. Nein! Komm her. So. Danke, Spyro. Hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, etwas aus dem Souvenirladen der Wolkentempel. Je. Geil. So, alle Kugeln gesammelt, aber es fehlen noch Edelsteine. Die da, ne? Ach, die Rakete da oben. Schon wieder zu hoch, verdammt. Uah. Das kriegen wir jetzt aber auch noch hin. Das ist dann auch die letzte Tat für heute. In dieser Session. Na komm. So. Moment, da. Gut. Anders als ich es eigentlich wollte, aber so funktioniert es auch. Cool das aussieht, ey. Was? Moment. Okay, da vorne fehlen uns noch Edelsteine. Versammlung der Schafe. Hier vorne ja wahrscheinlich irgendwie, ne? Im vorderen Bereich. Ja. Cool. Dann haben wir das ja auch geschafft. Und dann gehen wir nochmal den regulären Ausgang raus, würde ich sagen. Cool. Gefällt mir. Hier so. Ich weiß genau, wo, sagt Platinkeks. Und
du hättest mir natürlich nie etwas gesagt. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. So. Hier hoch? Nein. Genau das wollte ich nicht. Das war jetzt mein... Das war doof. Man kann ja mit Spyro, wenn man so schwebt, beziehungsweise gleitet, auch so zurücklenken, dann bremst man etwas ab. Das habe ich gerade gemacht, aber war an der Stelle nicht wirklich sinnvoll. Da nochmal. Dann hier. Dann hier. Soll ich gleich vielleicht nochmal eine Position zeigen, wo man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann, wo er das macht. Da, das, was ich gerade gemacht habe zum Beispiel. Einfach nach unten drücken quasi, nach hinten. Und ja. Dann macht der Spyro sowas. Und flupp. Alles klar, wissen wir auch, wie das zustande kam. Sehr schön. Ja gut. Es war dann doch, ja, doch, war annehmbar auf jeden Fall. Ja, die eine Folge hat mich echt gewurmt, die letzte oder vorletzte war das, glaube ich. Das hat mich doch echt ein bisschen gewurmt. Dass ich da so lange rumgesucht habe und so. Hatte ich natürlich anders vor, aber manchmal geht's halt einfach nicht anders. Da liegt das Offensichtliche dann doch nicht so offensichtlich auf der Hand. Wir haben es ja letztendlich noch geschafft, von daher alles gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch in dieser Session hier heute wieder gefallen. Und die nächste Session ist sicherlich dann doch die letzte. Denke ich doch mal. Wir haben hier den Roboterbauernhof. Dann... Ja, was hat es damit auf sich? Ha? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Dann können wir hier noch rein. Oh. Vielleicht machen wir das mal eben. Wie ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Spyro. Mit deiner tollen Kugelsammlung sollte dieses empfindliche Tor perfekt funktionieren. Mhm. Metropolis. Das heißt, wir haben hier noch zwei. Dann haben wir noch Ripto, den Endkampf. Ja, vielleicht die letzte Session beim nächsten Mal. Mal schauen, wie gut ich durchkomme. Das hängt davon auch so ein bisschen ab. Wie schön dieser Schnee hier an der Seite liegt. Ich kann mich für so viele Sachen hier begeistern. Ich hoffe, ihr euch auch. Das Güldene hier mit diesen Macken drin und so. Ach, schön. Ja. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall bei dieser Folge von Spyro. Bei dieser Session von Spyro. Das ist cool. Das war sehr cool. Das wird immer cool sein. Auch wie sich das hier spiegelt und reflektiert und alles. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Session, bis zur nächsten Folge von Spyro 2 Ripto's Arena. Ripto's Rage. Oder so ähnlich. Und tschüss, euer Dave.